So, liebe Zuschauer, damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Begegnung. Sie kommt aus dem Borussia-Park. Heute sehen wir Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist derzeit klasse drauf. Zumindest war das der Fall beim Heimsieg, als Eintracht Frankfurt der Gegner war. Da gab es am Ende einen 2:1-Sieg zu feiern. Und für mich spricht vieles auch heute wieder für einen Erfolg. Auswärts kann der BVB diese Saison bisher richtig gut mithalten. Tolle Bilanz der Borussen auf fremdem Platz. 8 Siege aus 15 Spielen konnten sie verbuchen. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten ja heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. So tritt der BVB heute also an. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Der eingefleischte Fan der Borussia denkt ja immer noch gerne an den Bökelberg zurück, Buschi. Dabei muss man sagen, dass die Gladbacher mit dem Borussia-Park heutzutage ein wirklich schönes Stadion als Heimstätte haben. Geleitet wird die heutige Partie von Jascha zur Heide. Die Gladbacher also mit dem Anstoß. Jetzt gilt's, das Spiel läuft. Fairer Einsatz hier. Götze. Götze. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Macht er das Tor? Der Pass, stark gemacht. Besser geht's nicht. Mit dem ersten Torschuss machen sie den Treffer. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht's genau so, wie man es von ihm erwartet. Start nach Maß, würde ich sagen. 4 Minuten gespielt und der Ball ist das erste Mal im Tor. Wendt. André Hahn. Dahoud. Kramer. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt Aubameyang. Jetzt wird's gefährlich. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball, klasse. Vestergaard. Wendt. Ball draußen, wird Einwurf geben. Wird das eine Torchance? Gleich der erste Freistoß, das ging schnell. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb. Vertretbar, Buschi? Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Kramer. Da passt er auf. Und jetzt gibt es Einwurf.
Wendt. Kramer. Jetzt hat er den Ball wieder. Und jetzt die Chance. Pfosten. Dahoud. Ibrahima Traoré. Guter Ball nach draußen. Das macht er gut. Ball immer aus und das gibt Ecke. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Da kommt der Kopfball. Schöner Zweikampf. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Aubameyang. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Geht vielleicht was für Gladbach. Sehr gut aufgepasst. Na, das gibt Einwurf. André Hahn. Gut verteidigt hier. Jetzt Götze. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Götze schießt. Souverän gemacht vom Torwart. Kramer. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Hazard! Da ist er plötzlich völlig blank, aber was ist denn das für ein Abschluss? Ja, den setzt er auf jeden Fall mal ein gutes Stück neben das Tor, das kann er besser. Kagawa. Götze. Kombuschi, auf ein Wort zu Mario Götze. Er gehört zu der Kategorie. Macht er ihn! Wenn er den macht, steht sie unentschieden. Ärgerlich, er vergibt die Chance. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es auswärts gegen Mainz 05. Natürlich kommentieren wir auch diese Partie sehr gerne. Jetzt vielleicht, Aubameyang mal. Sie suchen die Lücke. Da passt er auf und hat den Ball. Wendt. Kramer. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. Aubameyang. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Super durchgesetzt. Dembélé. Klasse aufgepasst vom Torwart. Gute Möglichkeit. Götze. Gute Szene, aber der geht vom Außenpfosten ins Tor aus. Kramer. Hazard. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Frühes Tor hier im ersten Durchgang. Das gibt natürlich Sicherheit. Und auf der anderen Seite ist dann erstmal ein ganzer Matchplan über den Haufen geworfen. Da muss man sich erstmal neu sortieren.
So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Gute erste Hälfte für den BVB. Die Borussia führt. Jetzt geht's hier weiter. Und Götze. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit. Zermürbend für den Gegner. André Hahn. Janschke. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Das ist gut verteidigt. Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Stindl. Kramer. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. So, damit haben sie den Ausgleich geschafft. Es ist wieder alles drin. Super platziert hier der Abschluss, da gibt es dann nichts zu halten. Eins-eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jetzt Götze. Jetzt vielleicht der BVB. Aubameyang! Und die Chance. Der Ball ist drin. Sie gehen in Führung. Und der Treffer hier vom Captain. Da übernimmt er die Verantwortung und ist selbst erfolgreich. So musst du als Kapitän auftreten. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Hazard. Und die Gladbacher kommen. Und Raphael. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Stindl. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt ein... Da kommt der Schuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Und jetzt gibt's hier den Eckball für Mönchengladbach. Schussversuch. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Er zieht ab. Der Ball geht an den Pfosten. Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom BVB. Es geht gegen den ersten FC Köln im nächsten Bundesligaspiel. Da ist die Favoritenrolle wohl klar verteilt. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Gutes Tackling. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Und jetzt die Chance. Der BVB macht den Treffer. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Eine Auswechslung.